Hallo und herzlich willkommen hier beim neuen Let's Play auf dem Channel. Ja, wie wir sehen können im Hintergrund, ist eines für mich der schönsten Schiffe der Welt, die RMS Titanic. Vor 103 Jahren gab es ja dieses Drama, dass die Titanic gesunken ist, mit einem Eisberg kollidierte und mehrere, ich weiß nicht, ich glaube sogar mehrere tausend Menschen, ich meine, es waren um die 1000 Menschen sind gestorben, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß es gar nicht. Und auf jeden Fall liegt das Schiff jetzt in der Tiefe, in 3,8 Kilometern Tiefe im Nordatlantik. Dazu gibt es ein Spiel, das werden wir zusammen spielen, das wird ein kleines Weihnachts-Let's-Play, ich weiß es nicht. Dieses Spiel nennt sich Fall of the Titanic, also Fall der Titanic. Wir können zwei Spiele eigentlich spielen. Einmal diesen Exploring-Mode, den Erkundungs-Mode. Da können wir die ganze Titanic von unten bis oben erkunden, durchsuchen, anschauen, wie wir lustig sind. Und dann diesen Flüchtmodus, wo wir, während die Titanic sinkt, sind wir ein Passagier auf diesem Boot, auf diesem Schiff und müssen halt entkommen. Ich würde vorschlagen, wir machen zuerst mal den Exploring-Mode, dass wir uns hier mal ein bisschen, ja, die ganzen Sachen einprägen können und so. Das ganze Spiel ist in Englisch. Die Grafik soll anscheinend sehr geil sein. Also ich habe schon Bilder gesehen, die sieht sehr geil aus. Das Spiel kam am 3. Dezember 2015 raus, also vor 4 Tagen. Und wenn du diese Let's Play siehst, dann ist es Montag, also es kommt am Montag raus. Also ich nehme am Sonntag auf, es kommt am Morgen raus. Also es kam vor 4 Tagen raus, eigentlich wenn ich aufnehme vor 3, aber wenn du es anschaust vor 4. So, genau. Loading, Exploring Mode might take a while. Okay, es könnte eine Weile dauern. Was sehen wir denn hier? Hier sehen wir Tische. Da liegt schon was auf dem Teller drauf. Okay, das kann wirklich eine Weile dauern. Schön. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lange dieses Let's Play gehen wird. Kann sein, dass es 10 Folgen werden. Kann sein, dass es 100 Folgen sind. Ruckelt es ganz. Willkommen an Bord der RMS Titanic. Press M to return to the main menu. Highland, zack, wie oft geht es dieses Fenster noch auf? To make the ship sing, visit the House of Weeks. Können wir hier interagieren? Leckt mich doch am. Okay, können wir hier denn irgendwie. Okay, ich habe die Maus ist im Fenster, also. Das Spiel ist komischerweise. Können wir denn hier irgendwie was machen? Nein, okay. Warte mal, das Problem ist, wenn ich jetzt hier, ich habe, ist das Fenstermodus? Nee, ne? Okay. Schön, dass die Sachen schweben. Okay, wir sind jetzt hier in der ersten Klasse. Was? Da hat man gerade ordentlich Wasser gesehen. Und dieses Spiel soll also fertig sein. Liebe Entwickler, nehmt mir nicht böse, aber es ist bei weitem noch nicht fertig. Grafikbugs noch und nöcher. Wir können hier gar nichts machen, wir können ja nicht mal mehr Türen aufmachen. Ich dachte, das ist ein Erkundungsmodus. Wie viel habe ich dafür bezahlt? 2 Euro? 3, 4 Euro? Aufzüge gibt's hier. Wie viel habe ich bezahlt? 4 Euro, glaube ich, ne? Momentan auf Steam. Das ist ja reduziert. Das erkennt man hier wie im Film. Ja. Wir spielen übrigens auf Ultra. Wie weit geht's denn da noch? Ah, guck mal hier. Also ist sie schon sehr cool gemacht. Aber das Einzige, was stört, sind diese ganzen Bugs. Die ganzen Grafikbugs. Das hätte man echt vermeiden können. Aber indem man dem Spiel vielleicht erstmal eine Beta-Phase gibt, hätte man das alles vermeiden können. Aber nein. Es muss ja alles immer nur noch schneller rauskommen. Hauptsache, es ist fertig. Hauptsache, man kann den Vollpreis verlangen. Ist jetzt hier auch irgendwas? Hier ist nichts, Alter! Wir drücken mal wieder M.
Okay, wir nehmen mal den Escape-Modus. Ja. Hat's ja sehr gebracht, tatsächlich. Schade. Schade wegen den Grafikbugs. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich meine, guckt euch mal hier das Gelände an. Das ist ein PNG, das ist. Wo ist denn der Eisberg? Sieht man denn den Eisberg? Sind wir jetzt vorne oder sind wir jetzt hinten? Guck mal da, der Mond. Boah. Der Mond sieht aus wie ein Todesstern. Er sieht aus wie ein Todesstern. Schön. Okay. Okay, was können wir jetzt hier machen? Müssen wir jetzt flüchten? Die Frage ist nur, wie? Sinkt die Titanic eigentlich schon? Nee, ne? Okay, wir können nicht rennen. Nein, wir können nicht rennen, wir können kein E drücken zum Interagieren mit irgendwelchen Objekten, wir können gar nichts machen, einfach nur auf dem Schiff sein. Es wird mich aber mal interessieren, sinkt das Schiff? Es sinkt nicht, ne? Nein. Wir können nicht, also, ich habe mir von dem Spiel viel mehr erwartet. Eigentlich bin ich enttäuscht, tatsächlich. Auf den Bildern sieht alles so schön aus und. Die Entwickler, die haben es 1A rübergebracht. Also von den Bildern her, von den Erzählungen her und. Und dann sowas. Also die Entwickler und das ist Schublade. Muss ich einfach mal sagen. Ich hoffe, dass es hier zu Patches gibt, Updates gibt, die Grafikfehler beheben. Und es sind nicht wenig Grafikfehler. Also ich würde das Spiel überhaupt nicht empfehlen. Das ist das erste Spiel, das ich nicht empfehlen würde. Weil das ich aufgenommen habe. Natürlich würde ich mehrere Spiele nicht empfehlen. Aber von der Displays her ist das das einzige Spiel, das ich nicht empfehlen würde. Das erste und bleibt hoffentlich auch das letzte. Ich meine, das ist ja alles schön und gut gemacht, aber. Ich meine, guck mal sich mal das Holz an. Toll, wir können nicht mal an die Brücke. Wir können nicht rennen, wir können gar nichts machen, wir können rumhüpfen. Wo sind dann die anderen Leute? Sind wir die einzige Person auf dem Schiff? Ich glaube, wir sind die einzige Person auf dem Schiff. Ich höre aber was. Sind wir die einzigste Person? Ich glaube schon, dass wir die einzigste Person sind. Es ist das einzigste Spiel, das ich nicht empfehlen kann. Die Grafik, die ist ja echt, ja, bescheiden. Also, der Mond. Der schaut scheiße aus. Ich kann eigentlich nur negativ Zeug empfehlen. Nur negativ. Ich meine, schaut euch mal das an. Das soll eine Wand sein. Bestimmt, das, ja. Das Spiel ist noch lange nicht fertig. Bei weitem nicht. Noch lange, 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 lange nicht fertig. Wir haben nicht mal eine Taschenlampe. Haben wir eigentlich irgendwas? Haben wir Beine? Wir sind ein Geist. Okay. Hier bewegt sich gar nichts, das Wasser, das sinkt nicht. Wie kommen wir denn jetzt in die Titanic rein? Ich laufe jetzt da bestimmt nicht noch mal außen rum. Ist hier vielleicht ein Eingang? Hier ist eine Wand. Hier passiert aber irgendwas. Hier kommt man da und hier sind andauernd so komische Geräusche. Aber bewegen wir uns überhaupt? Wir bewegen uns. Also das heißt, wir fahren. Oder wir schwimmen. Sagt man, wir hätten ein Schiff, wir schwimmen oder wir fahren. Oder wir, ja, wir stechen in den See, das ist ja logisch, aber heißt es, wir, na, was hab ich gesagt? Wir fahren mit dem Schiff?
Oder wir schwimmen mit dem Schiff. Ich weiß es gerade gar nicht. Also wir fahren mit dem Schiff auf dem Wasser. Also, naja, da oben da scheint das Licht. Wie ist es hier? Und wenn man läuft, dann ruckelt das ganz leicht, habe ich so das Gefühl. Aber das wird doch jetzt wohl nicht daran liegen, dass wir auf Ultra zocken, oder? Ist die Grafik dann besser auf niedrigen Einstellungen wie auf hohen Einstellungen? Da können wir ran. Ach krass! Ach, leck mich am Arsch! Boah, nice! Gibt es. Ich mach mal vorsichtig, aber die Kopfhörer ein bisschen weiter weg. Ach, wie krass. Ach, wie geil. Entschuldigung, aber das ist schon geil gemacht. Der Fall of Earth, was? Was? Das war's schon. Das war's schon, oder was? The Fall of the Titanic. Ja, das war The Fall of the Titanic. Was ist jetzt los? Wir haben gerade Schwarzbildschirm. Oh, ficken. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne flüchten. Scheiße, wohin? Wohin müssten wir denn überhaupt? Was? Wie kann man das hier zumachen? Warum? To interact. Mit irgendwelchen Objekten zu interagieren, müssen wir eh drücken. Schön, dass wir es jetzt können. Wo ich es gar nicht will. Alter. Da ist gar nichts. Was ist hiermit? Ich glaube nicht, dass wir rauskommen aus dem Ding. Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer. Der Interakt. Schon wieder auf dem Desktop. Leckt mich doch am Arsch. Müssen wir hier lang? Nein! Das geht ja so. There must be a key. Tolles, können wir hier einen Schlüssel suchen. Ich drücke E, aber da passiert nichts. Hallo. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Hier ist gar nichts. Auf dem Stuhl ist auch kein Schlüssel. Wo soll denn hier ein Schlüssel sein, verdammte Axt? Komisch, dass es die ganzen Sachen nicht lupft. Fürs F to. Okay, eine Taschenlampe hätten wir. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Nein. Hallo? Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Find a way out of before it's. Ja, klar, aber. Da muss irgendwo ein Key sein, aber wo? Wo ist denn hier ein Key? Kann mir jemand einen Key geben? Hier ist kein Key. Da muss irgendwo ein Schlüssel sein. Irgendwo. So, ich weiß dann gar nicht, wie später. Ey. Jetzt regt es mich auf. Also wenn die Maus die ganze Zeit nach Zeit auf den anderen Bildschirm rumturmt, ich habe mehrere Bildschirme, aber also zwei, dann geht einem das schon auf den Sack vor allem. Da muss irgendwo ein Schlüssel sein. Wo ist denn hier ein Schlüssel, bitteschön?
um mit Sachen zu interagieren. Ja, aber wo? Ich drücke ja eh. Da passiert nichts. Das Wasser, das steigt. Und zwar gar nicht mal so langsam, ehrlich gesagt. Komisch, dass es die Sachen nicht lupft, habe ich ja gerade eben schon mal erwähnt. Alle Türen sind abgeschlossen. Why? Ist sie schief? Nee, ne? Sie ist nicht krumm. Also die Titanic. Gibt's hier denn keinen Schlüssel? Das gibt's doch nicht. Nein, hier ist ja nicht. So, toll, jetzt können wir dann mal schwimmen. Scheiße. Aber vielleicht können wir dann oben, doch nicht. Wo mussten? Ja, aber... Leckt mich doch am... Können wir dann nicht mit dem hier irgendwas machen? Nein. Nein. Alter, warum sind die Gänge so eng? Wer baut denn so enge Gänge, bitteschön? Da muss irgendwo ein Schlüssel sein. Aber hier ist kein Schlüssel. Nein, hier ist natürlich... Locket. I must find the tool to break the door. Toll. Toll, also nur an manchen Türen habe ich so das Gefühl, nur manche Türen kann man also benutzen, in Anführungszeichen. Was ist das denn? Ach, die Tür ist da oben. Was? Hä? Was ist denn das da unten? Oh, yes, yes, Gott. Jesus. Hier passiert einfach nichts mit den ganzen Dingern. Nein, nein. Nein, nein. Ob das damals wirklich, ob das damals auch so war? Dass die Sachen da dann einfach versperrt waren, glaube ich nicht, ne? Und das soll also Fenstermodus sein. Kein Fenstermodus sein. Wusste ich alle zwei Sekunden auf dem Desktop haut. Ist das Wasser grün? Nein. Wir können nicht schwimmen. Wo soll denn da bitte ein Schlüssel sein? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wo soll da ein Schlüssel sein? Also ich find keinen Schlüssel. Ich find gar nichts. Mausrad hoch und runter bringt auch nichts. Hier steckt kein Schlüssel drin. Was ist hier? Nein. Find a way out of before it's too late. Ja, klar. Aber die Frage ist, wie? Die Tür mache ich bestimmt nicht auf. Crouchen können wir auch nicht. Guck mal, das leuchtet blau. Kann man damit dann irgendwas anfangen? Nein, ne? Sagen wir, to interact with. Was muss man eh gedrückt halten? Da passiert gar nichts. Da muss irgendwo ein Schlüssel sein. Ja, aber wo? Wo ist der Schlüssel? Ralalala. Wo ist der Schlüssel? Dimbalaba. Die Türen gehen nicht mal auf. Jetzt mal so theoretisch gefragt. Gibt es hier überhaupt irgendeine Möglichkeit zu entkommen? Das ist ja alles verdammt buggy hier. Und zwar wirklich buggy. Das ist Wasser.
Nein. Halt, wir brauchen irgendwas, um die Tür aufzunocken, aufzuprügeln, was auch immer. Flashlight haben wir. Lalalala. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir fliegen von der Titanic, aber erst wieder kann weh. Wir sterben hier elendig. Lalalala. Was ist, wenn, was ist, wenn wir jetzt hier, den können wir nicht mal mehr aufheben, den Stuhl. Wir können hier gar nichts machen. Das ist scheiße. Also sowas regt mich auch auf, gell? Also haben wir denn in unserer Kabine vielleicht irgendwo einen Stuhl oder irgendwas, das wir nicht mehr brauchen? Nein, nein, nein. Wo sind unsere ganzen Sachen eigentlich? Gibt's hier vielleicht irgendeinen Weg raus? Willst du mich verarschen? So, hier, wann? Wir waren richtig. Boah, da kann man sich aber verdammt verirren, du. Ja! Hui, jetzt hoffe ich, dass wir nicht ertrinken. Ah, jetzt kommt Loading Screen. Toll. Okay, jetzt sind wir... Nein! Gibt's hier dann keinen Weg außen rum? Scheiße. Das war ein Fehler. Hier sind die Aufzüge. Okay, hier kann ich mich ein bisschen aus. Was? Was? Wer ist denn so deppert? Entschuldigung. Und schließt hier nachts über ab. Was ist hier? Da qualmt irgendwas. Hier können wir auch nichts machen. Oh je. Ob wir das hier noch rausschaffen, bezweifle ich. Alter, hier ist ja... Oh, wir müssen hier weg. So. Nimmt das Wasser, dass hier alles mit. Alter, wie schnell das Wasser steigt.